Am 14. Dezember 1990 starb der Schriftsteller, Maler und Denker Friedrich Dürrenmatt. Über das, was uns seither fehlt, über den Menschen Dürrenmatt und über das, was von ihm bleiben wird, diskutiere ich heute mit Sabine Giesiger, Autorin des Films Dürrenmatt – Eine Liebesgeschichte, und dem Dürrenmatt-Biografen Peter Rüedi. Herzlich willkommen. Danke. Herr Rüedi, Sie haben am 28. November 1990, also kurz vor Dürrenmatts Tod, noch ein langes Gespräch mit ihm geführt. Wie ist Ihnen dieses Gespräch in Erinnerung geblieben? Sehr eindrücklich. Und es war nicht nur ein Tag, wo ich in Neuenburg sein durfte und mit ihm reden, sondern es waren drei aufeinanderfolgende Tage. Und das war schon ein Zeichen für seine Generosität. Denn sein Zustand war in dieser Zeit nicht der beste. Er war müde nach der berühmten Havel-Rede. Das war eine Woche drauf. Und er hatte gleich eine ganze Reihe von Interviews hintereinander zu absolvieren. Und ich war eigentlich sehr gerührt, dass er sich zu diesem Gespräch bereit fand. Und ich war dann auch sehr beeindruckt über die Substanz dessen, was er in seiner besonderen Art der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden mir erzählt hat. Das sind sehr verschlungene Arten des Nachdenkens, wenn man mit Dürrenmatt sprach. Und ein Ende war nicht immer abzusehen, obwohl er immer zurückkam auf Positionen, die man selber als Fragender schon wieder vergessen hatte. In dieser Hinsicht war das ein besonders eindrückliches Gespräch, kaum zu transkribieren. Mhm. Also vom journalistischen Metier her besonders schwierig. Man musste diese Gespräche rekonstruieren, recht eigentlich. Sie haben eine andere Beziehung zu Dürrenmatt. Sie haben nach seinem Leben einen Film über Dürrenmatt gemacht. Sie kennt man für ihr Interesse an Hip-Hop, an Gurus, an verseuchten Gebieten. Nun sind Sie in Dürrenmatts Universum eingestiegen. Warum? Ich glaube, er war für mich eigentlich seit vielen, vielen Jahren der wichtigste Denker, den wir hatten in der Schweiz. Und ich habe mich sehr oft bei ihm inspiriert. Also ich interessiere mich übrigens nicht in dem Sinn für verseuchte Gebiete, aber gerade bei diesem Film zum Beispiel in Seveso, da ging es um einen Menschen, der verantwortlich gemacht wurde für das erste Dioxinunglück. Und da habe ich mir auch überlegen müssen, wie stelle ich ihn dar, was ist das für eine Figur, und habe dann auch wieder eigentlich bei Dürrenmatt der Lösung gefunden, der darüber schreibt, was ein Held in dem irrwitzigen 20. Jahrhundert, aber auch 21. Jahrhundert eigentlich noch sein kann. Also er hat mich immer inspiriert. Jetzt wissen wir von Ihnen, Herr Rüedi, dass Ihre Beschäftigung für die Biografie von Dürrenmatt mindestens 20 Jahre gebraucht hat. Sie sind auch noch nur bis zur Hälfte gekommen, bis zu seinem 36. Altersjahr. Sie haben jetzt relativ schnell etwas gemacht zu Dürrenmatt. Lässt Sie Dürrenmatt wieder los? Können Sie zum nächsten Thema, oder glauben Sie, dass Sie jetzt auch 20 Jahre mit Dürrenmatt verbringen? Zuerst muss ich ihn in Schutz nehmen. Er hat nicht mit dem 36. Lebensjahr aufgehört, weil das Buch immer ja auch Ausflüge macht in sein Alterswerk. Insofern lernt man den ganzen Dürrenmatt kennen in diesem Buch. Ich liebe es sehr, darum sage ich das jetzt und habe die Frage vergessen. Die Frage war, ob Sie sich wieder befreien können von Dürrenmatt. Möchte ich gar nicht. Ich glaube, er wird mich durchs Leben begleiten. Also ich lese wirklich immer mal wieder was. Nicht die alte Dame oder die Physiker oder der Richter und sein Henker. Aber er hat so viele Gedanken auch aufgeschrieben. Mhm. Und es gibt sehr spannende Gespräche mit ihm, die alle aufgeschrieben sind, weil er, du hast das ein bisschen beschrieben vorhin, einer war, der laut gedacht hat oder eigentlich beim Reden herausgefunden hat, was er denkt. Und da gibt es sehr viel dazu, und das finde ich sehr inspirierend und leider auch aktuell. Mhm. Darauf werden wir sicher zu sprechen kommen, die Aktualität von Dürrenmatt. Wenn wir jetzt aber
dieses Anne Dürrenmatt uns vergegenwärtigen, 25 Jahre seit er gestorben ist, das ist mehr als eine Generation. Es gibt also viele junge Menschen in der Schweiz, die nicht mehr dieses direkte Bild von Dürrenmatt, sei es übers Fernsehen, das Radio oder ihn getroffen haben, diesen Dürrenmatt kennen. Wie reagieren die Jungen jetzt auch auf das Medium Film, das ja ein schnelleres Medium, ein aktuelleres Medium ist als vielleicht die Literatur, wo man immer klagen kann, dass niemand mehr liest? Wie haben junge Zuschauer auf ihren Film reagiert? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sehr viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer erlebt habe, aber zum Beispiel meine Tochter, die ist 23, die fand das sehr faszinierend, weil es ist natürlich eine Möglichkeit, über einen Film leichter zugänglich in ein Universum einzusteigen. Und wenn man Dürrenmatt als Typ erlebt, so saftig und deftig, wie er ist, dann glaube ich schon, dass das auch für junge Leute eine Anziehungskraft haben kann. Apropos saftig und ja, deftig. Das ist, wenn ich das noch sagen darf, im Übrigen der große Vorzug dieses Films. Er verleitet dazu, sich auch lesend mit Dürrenmatt zu beschäftigen. Und er ist ein großer Anreiz, vor allem für Leute, die nicht schon ein Vorwissen haben von diesem Autor. Und es ist ja auch für mich immer ein Trick. Nur schon der Titel ist ja etwas, was überrascht, einen V-Effekt hat, weil da werden wir drauf kommen. Dürrenmatt und Liebe ist ein spezielles Thema. Eine Liebesgeschichte ist nicht unbedingt seine Stärke, als Romancier zum Beispiel. Aber das, was Sie über diese Deftigkeit gesagt haben, da gibt es einen kleinen, fast wie ein Sketch in Ihrem Film, natürlich Material, Found-Footage-Material. Und diese kleine Sequenz wollen wir uns anschauen zu Dürrenmatt. Ist das aus? Hast du zu wenig? Ich habe schon in der Woche. Nein, ich will doch nachher noch etwas als Vorspeise. Dann machen wir noch das Kotelett. Ja, die zwei Kotelett. Ist gut. Der Schweizer isst immer zu wenig. Merci, Kathi. Wo ist ich jetzt? Zum Glück in der Schatelle. Voilà, ich habe es gesagt, es ist ja fast ein Sketch, den hier Dürrenmatt uns produziert. Und alles von Dürrenmatt ist drin. Das Groteske, das Fantastische, der Humor ist drin. Auch quasi vielleicht sogar das Subtile ist darin, in dieser grotesken Situation. Weil hier sitzt ein zuckerkranker Mensch, der mehrere Herzinfarkte hinter sich gehabt hat. Und man sieht ihn quasi beim Selbstmord zu, oder? Also wenn man seine Platte gegessen hat, dann Gnade einem Gott. Da schießt ganz vieles zusammen in dieser kleinen Szene, wie Sie richtig sagen. Einmal das Vergnügen am Rollenspiel, das ist natürlich nicht der Original-Dürrenmatt. Das heißt, es ist auch der Original-Dürrenmatt, aber er spielt eine Rolle. Dann ist hier zu sehen seine Faszination für große Mengen. Das betrifft keineswegs nur das Nutritive, sondern das betrifft auch den Neuchâteler. Nein, ja, nicht. Nicht das, nicht. Eben den nicht. Den nicht. Eben gerade den nicht, sondern er hat sich auf Bordeaux spezialisiert. Wegen der von Ihnen genannten Zuckerkrankheit. Sie haben behauptet, es hätte weniger Zucker im Bordeaux als in anderen Weinen. Ja. Aber stimmt das eigentlich? Ja, sie sind durchgegoren in der Regel. In der Regel, zumindest in der damaligen Zeit war das so. Und diese Lust an der Darstellung einer Rolle, die bei seiner ganzen sonstigen Scheu vor Intimitäten und vor persönlichen Verlautbarungen hier deutlich sichtbar wird. Es ist sozusagen eine Selbstdarstellung Dürrenmatts als Berlach, sein Kommissar. Also, Kommissär heißt es bei ihm, der am Schluss von der Richter und sein Henker sein Opfer bei einem ungeheuer ausladenden Nachtmahl überführt.
Sind Sie krank? Heute Abend nicht. Genau. Ja, genau. Und, aber das wird uns sicher noch beschäftigen in unserem Gespräch. Quasi die Frage nach dem Ich, die Frage nach der Rolle. Und jemand wie Dürrenmatt, der dermaßen auch als einer Rolle gefallen ist, also als einer, soll ich sagen, literarischen Schweizer Traditionsrolle hinausgefallen, ein Unikum, ein Solitär gewesen ist. Die Frage nach dem, fehlt uns das in der Schweiz heute? Also diese Figur Dürrenmatt. Meinen Sie jetzt er oder eine andere Figur, die eine Rolle spielt in unserer Gesellschaft, wie er sie gespielt hat? Das vermischt sich ja ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut vergleichen kann, weil es total andere Zeiten sind und auch die Art, wie kommuniziert wird oder wie provoziert wird, ganz anders läuft. Kannst du dir Dürrenmatt vorstellen, der auf Facebook jeden Tag was Kluges postet und damit uns provoziert? Kann ich mir schwer vorstellen, obwohl er mit der Zeit eine gewisse Vorliebe für knallige Verlautbarungen entwickelt hat. Ganz im Gegensatz zu seiner sonstigen Vorliebe für Intimität und seiner Scheu. Ja, nein, der Schweizer wird frei geboren, aber dann tritt er in das Geschäftsleben ein. Das ist so ein Satz, nicht? Oder diejenigen, die nicht an den Zufall glauben, werden umso härter von ihm getroffen. Er hat eigentlich sehr viele seiner Grunderkenntnisse dann in so Bomos gefasst, obwohl ich irgendwo in einem Interview gehört habe, dass er gesagt hat, eine schlimmste Vorstellung wäre, dass er einmal so in einem Kalender mit Kalendersprüchen erscheint. Aber er hat Trost bei Dürrenmatt. Ja, das war seine Schreckensvorstellung. Aber gleichzeitig hat er eigentlich viele von diesen Bonmots geprägt und wie ich gemerkt habe, auch immer wieder wiederholt, also im Bewusstsein. Natürlich. Ein anderes ist, die ganze Welt ist eine Pulverfabrik und alle rauchen. Das ist auch zum Beispiel so eines dieser Bomos, ja. Ja, diese Schlagworte haben dann auch zuweilen ganze Scharen in die Irre geführt, wenn sie sich auf die Dramaturgie bezogen. Also der Satz, eine Geschichte ist dann zu Ende erzählt, wenn sie die schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Das ist natürlich für einen Dramatiker, der von sich behauptet, er arbeite nicht deduktiv, sondern induktiv ins Blaue hinein, ist das eine merkwürdige Aussage. Die schlimmstmögliche Wendung ist ein Superlativ und ein Endpunkt. Und wenn eine Geschichte nur dann erzählt ist, dann muss man ein Stück vom Ende her konstruieren, von dieser schlimmstmöglichen Wendung. Das heißt natürlich auch, da kommen wir schon Wir haben leider nur eine Stunde und nicht 20 Jahre noch einmal, um Dürrenmatt ein bisschen Frage, zu fangen. Genau, aber zu sagen, dass wenn quasi die schlimmstmögliche Wendung, das ist ja eine Haltung, eben zu sagen, der liebe Gott ist ein, wenn es ihn gibt, ein großer Zyniker, der mit großem Humor auf unsere Welt hinunterschaut und zeigt und Freude hat, dass der Mensch sich selber in dieser Pulverfabrik in die Luft jagt. Und das wäre dann so der große Unterschied, weiß ich was, zu Bertolt Brecht, der gedacht hat, oder, man kann den Menschen irgendwo verbessern und in eine gute Wendung hineinbringen. Das ist wie die Absage, dieses Solitäre auch, diese Lust am Grotesken, des Absurden. Und das, meine ich, könnte doch etwas sein, was uns fehlt. Okay, die Lust am Grotesken war in dem Sinn nicht nur eine Lust, sondern für ihn zwingend, weil er einfach überzeugt war, dass wir uns eine Welt der Katastrophen bauen. Und weil es sein Versuch war, der Welt ein Gesicht abzuzwingen. Und dieses Gesicht, das er
dann gezeigt hat. Das fehlt uns. Vielen Dank. Und aber auch, dass er natürlich gesagt hat, wie ist dieses Gesicht? Und da ist dieser Filmausschnitt, dieser kleine, auch noch einmal wichtig. Es ist nämlich die Komödie, die diesem grotesken Treiben auf der Welt als einziges noch irgendwo ein Gesicht geben kann, die Tragikomödie. Aber es ist nicht mehr der Intellektuelle, der quasi Kraft seines Intellekts regiert, sondern indem er Dinge zeigt, also dass er eine Diagnose stellt, und sei sie noch so schlecht, sei sie noch so kassandrahaft, aber kein Therapeut ist. Mhm. Er ist Diagnostiker und nicht Therapeut. Und diese These, dass eigentlich die Unwirklichkeit des realen Lebens, dass die Bühne gar nicht hinterherkommt, eine Unwirklichkeit zu schaffen, die so grotesk ist wie die Wirklichkeit des realen Lebens. Das hat er eigentlich sehr früh nach den Physikern, glaube ich schon, in den 60er Jahren behauptet. Und das hat sich für ihn eigentlich je länger, je mehr bestätigt. Das blieb für ihn ein Thema, dass wir Menschen so viel wissen. Wir wissen auch, was wir eigentlich tun müssten, und tun trotzdem das Gegenteil. Also diese Frage, die ihn immer beschäftigt hat, wie macht man aus dem Raubaff, aus dem Raubaffen Mensch einen humanen Menschen. Mhm. Das hat ihn als Frage beschäftigt in seinen Stücken. Mhm. Aber er hat keine eindeutige Antwort darauf gegeben. Es gibt eine großartige Stelle, wo er davon spricht, okay, dass eigentlich die Rettung des Planeten das Verschwinden des Raubaffen Menschen sei. Also der Untergang des Menschen ist die Voraussetzung für das Überleben des Planeten. Mhm. Das ist ganz, ganz identisch zu dem, was Heiner Müller die negative Utopie nennt. Und eine merkwürdige Nähe zwischen zwei Autoren, die sonst nicht allzu viel miteinander gemein haben. Und da gibt es ein ungeheures Futurum Exactum von Dürrenmatt, das tollste Futurum Exactum, das ich in der Literatur kenne. Das heißt, der Mensch wird etwas Ungeheures, Wunderbares und Einmaliges gewesen sein. Damit haben Sie erklärt, was ein Futurum Exactum ist. Ja, und das gilt sozusagen auch für die Figur und für das Einzelwesen Dürrenmatt. Und da möchte ich ein bisschen einhaken, weil ich glaube, in Ihrem Film Dürrenmatt, eine Liebesgeschichte, gehen Sie auf diesen Menschen Dürrenmatt ein, in einer speziellen Situation, am Schluss seines Lebens, als Witwer. Die symbiotische Beziehung zu seiner Frau Lotti nimmt ein trauriges, tragisches Ende. Und es beginnt noch einmal etwas. Damit haben wir auch noch einmal den Blick auf den Tod. Also ein Teil von Dürrenmatt stirbt mit Lotti. Und es gibt eine Sequenz ganz zu Anfang des Films, wo er über den Tod nachdenkt und was passiert nach dem Tod eines Menschen. Und das möchten wir uns kurz anschauen. Gerne. Der Tod ändert alles. Das Vergangene versteht sich nicht mehr von selbst. Doch je weiter wir von einem Menschen weggetrieben werden, der durch den Tod in der Zeit zurückbleibt, desto mehr nimmt er in unserer Erinnerung Gestalt an. Also man sieht es, Dürrenmatt als Dramaturg, als Dramatiker kann sein Leben gestalten und kann Rollen spielen bis zum Schluss, bis zur Havel-Rede unglaublich präzise ins Leben hineingreifen. Jetzt ist er tot und es ist wie mit dem Tod von Lotti. Jetzt kann man mit Dürrenmatt besser als zu Lebzeiten umgehen. Zumindest anders, oder? Also er sagt ja selber, nach dem Tod gestalten wir das Bild eines Menschen nach unseren eigenen Vorstellungen. Das denke ich auch. Du hast ihm versucht, so nah wie möglich zu kommen. Ich habe das versucht, aber letztlich sind ja das Versuche aus einer subjektiven Perspektive. Das bringt mich auf den Gedanken, dass der Ansatz meiner Biografie
ursprünglich ein ganz anderer war. Der Plan war mit ihm, die Gespräche, die wir angefangen haben in Neuchâtel, fortzuführen nach der Rückkehr von seiner Weltreise und dann so etwas zu machen wie das, was die Amerikaner Biography as told to someone nennen. Ich wollte das eigentlich mit ihm zusammen im Gespräch entwickeln und das, was in den Stoffen sehr stilisiert und sehr distanziert gemäß seiner ganzen Ästhetik an Biografie vorkommt, ein bisschen vom Kopf auf die Füße stellen in diesem Gespräch und plante das eigentlich, diese Biografie mit dem lebenden Dürrenmatt und stand dann genau vor diesem Dilemma, die allmähliche Veränderung eines lebenden Menschen in einen literarischen Gegenstand sozusagen im Lauf der Arbeit zu erleben. Das und das bedeutete natürlich einige Umstellungen in der Taktik, mal abgesehen von dem Riesenmaterial an Quellen, das erst nach seinem Tod zum Vorschein kam. Verstehen Sie? Ja, ja, klar. Und das finde ich auch wieder interessant. Es gab 1965 so ein legendäres Fernsehgespräch, als die beiden Kritiker Reich-Ranicki und Meyer extra nach Zürich gepilgert sind, wie Sie im Eingang des Gesprächs sagen. Alle mit dem Stumpen. Alle mit den Zigarren. Es beginnt der Aschenbecher, beginnt zu brennen, Dürrenmatt redet über Aristoteles weiter und sagt, das, jetzt müssen wir über Nero reden und der Rom angezündet und Reich-Ranicki beginnt zu pusten. Das ist eine wunderbare ein wunderbares Fernsehmoment. Aber was er darin sagt, und das würde mich interessieren, weil er eine Art von Sehnsucht geäußert hat in der Beziehung zwischen Kritiker und Autor. Und dass er sagt, dass die zu weit auseinander sind und dass nur manchmal Funken schlagen. Jetzt sind sie beide nicht in der Rolle des Kritikers, aber sie sind Rezipienten, professionelle Menschen, die mit diesem Planeten, mit diesem Universum umgehen. Und er hat sich, glaube ich, gesehnt, er hat so etwas gesagt, wie dass Kritiker sollten näher beim Autor sein. Und er hat sich wie gesehnt nach Gesprächen, nach diesem Austausch. Und dieser Solitär Dürrenmatt hat ja, das hat man auch an vielen Stellen, spürt man das, Probleme gehabt. Er war nicht ein talentierter Gesprächsführer, so wie Frisch, weil er sich eben vielleicht eher in Prinzipien, in Konstellationen auskannte als im intimen Austausch. Und seine Form war immer das Selbstgespräch. Wer auch ihm immer gegenüber saß, er führte Selbstgespräche. Also das heißt, diese Sehnsucht nach einer Intimität oder nach einem Echo, oder konnte er gar nicht selber einlösen. Das ist ja auch ein Echo, wenn man jemandem für ihn, ja, logisch. Und für mich war das ein großes Glück. Jetzt für den Film, wo ich ja ihn selber über sich habe sprechen lassen wollen, dass es, ja, vieles habe ich von dir gekriegt, anderes gesucht. Insgesamt hatte ich 80 Stunden, wo Dürrenmatt spricht, weil er halt sehr oft mit Journalisten fürs Radio, fürs Fernsehen gesprochen hat. Und dann kam eine Frage und dann hat er geredet. Ja. Und ist jetzt noch einmal der Theatermensch Dürrenmatt, der vermutlich sehr genau wusste, was die Rolle einer Kamera spielte. Also zu sagen, man kann dieses Ich in der Kamera anders darstellen, weil man aus der Kamera heraus über ein Ich sprechen kann. Also die Kamera kann eine Art von Identität haben. Wie war das, wenn man mit ihm ohne Kamera war? Ja, es war nicht ein prinzipieller Unterschied. Er spielte auch im persönlichen Gespräch immer mal wieder verschiedene Rollen. So gesehen. Er war ein großer Kameraskeptiker. Und zwar auch aus Gründen der Intimität. Eine Großaufnahme hielt er grundsätzlich für eine Obszönität, wie er irgendwo mal sagte. Und er war alles andere als kamerageil. Er war keine Rampensau.
obwohl solche Auftritte, wie wir sie gesehen haben mit Hans Liest, diese Vermutung nahelegt. Aber das ist nicht so. Er hatte eine Vorliebe für deftige Auftritte, aber er drängte nicht an die Rampe. Mhm. Obwohl, ja, nicht obwohl, aber dass es trotzdem in Ihrem Film sehr intime Momente gibt, das hat vermutlich natürlich schon mit dem zu tun, wie Sie mit diesem Material dann umgegangen sind und diese Stellen gefunden haben, was mich... Das hat mit der Montage zu tun. Und ja, da ist ja vielleicht interessant, also das meiste, was ich gehört habe, war Radio. Und in diesen ganzen vielen Stunden hat er nie über etwas Privates oder über etwas Intimes gesprochen. Mhm. Nie. Und zwar gingen diese 80 Stunden von den späten 50ern bis eine Woche vor seinem Tod, wo er ja mit Hugo Lötscher noch gesprochen hat. Einmal hat er über sein Innenleben auf eine intime Art und Weise gesprochen, in einem kurzen Radiointerview, einen Monat nach dem Tod von Lotti im Januar 1983. Und da kamen zwei Journalisten vom Schweizer Radio und da war er wahrscheinlich so aufgewühlt, dass er das vergessen hat. Und wirklich etwas von sich erzählt hat. Und immer wenn solche intimeren Aussagen über wie es ihm geht im Film sind, sind die alle aus dem gleichen Gespräch. Mhm. Es gibt eine Stelle, die mich sehr beeindruckt hat, die Stelle über die Selbstzweifel. Ja. Also dass der Dichterfürst hoch über Neuenburg, der alles außer den Nobelpreis gewonnen hat, dass der so etwas sagt, wie wir uns das anschauen können. Ich schreibe eigentlich Endlosum. Ich glaube, ich schreibe ein Drama, schreibe ich ja, vielleicht 10-mal. Und zwar beginne ich ein Stück, solange es eigentlich geht, und bis ich nicht mehr weiter kann, dann fange ich wieder von vorne. Dann geht es immer etwas weiter. Und eigentlich ist das Schreiben mit so vielen Scheitern verbunden und mit so viel auch persönlich mit Minderwertigkeitsgefühl. Man ist auf einer ständigen Ebene der Unsicherheit. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den richtigen Beruf ergriffen habe. Man hat das Gefühl, ich hätte doch Maler werden sollen. Also, als ich diese Stelle der Tochter Ruth und dem Sohn Peter Dürrenmatt gezeigt habe, respektive als ich den Film gezeigt habe und sie haben diese Stelle gehört, das war etwas von dem, was sie am meisten berührt hat, weil sie gesagt haben, dass er diese Unsicherheit nie geäußert oder gezeigt hätte. Da waren sie ganz überrascht, das zu hören, weil er hat verschiedene Rollen gespielt, aber lieber ein bisschen polterig, als sich in die Seele blicken zu lassen und Unsicherheit zuzugeben. Und für die Kinder hatte das was Schönes, das zu hören. Es ist sehr überraschend, diese Passage berührt auch mich sehr. Mhm. Ebenso wie der vorangehende Ausschnitt über den Tod. Mhm. Das sind Ausnahmen, wo er eine solche Nähe zugelassen hat. Mhm. Die größten Dinge über den Tod, den Glauben, die Liebe, hat er öffentliche Äußerungen gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Mhm. Deshalb war ich auch, wenn du mir gestattest, ein bisschen irritiert über den Fokus deines Films, über den Untertitel, der ja, wenn ich das recht sehe, erst in einem zweiten Anlauf dazugekommen ist. Eine Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte ist in der eigenen Wahrnehmung von Dürrenmatt eine Angelegenheit,
die nicht in die Öffentlichkeit gehört. Es ist eine Frage des Anstands, wie er das mir gegenüber auch mal geäußert hat, im ganz konventionellen Sinn. Darf ich da eine Frage vielleicht anknüpfen? Weil einer der Stichworte in diesem Ausschnitt war für mich persönlich, das Wort persönlich. Da macht er, wie, oder drückt er den Knopf mit diesem Wort und wird persönlich auch. Und jetzt diese Liebesgeschichte, Sie persönlich, also das ist ja auch ein Dialog mit jemandem, den Sie mit 80 Stunden Material sprechen hören, der monologisiert, wie zu Lebzeiten. Und Sie holen sich als eigenständige Regisseurin, Autorin, einen Gesprächspartner aus dieser Vergangenheit. Ist das die Liebesgeschichte auch? Das verstehe ich natürlich. Gsehsch. Ja. Ja, das verstehe ich sehr gut. Das ist der Punkt. Ja, ja. Und es hat ja auch damit zu tun, dass ich ja mit ihm kein Gespräch geführt habe. Aber Sie haben das schön gesagt, auf eine Art doch, weil ich mir zumindest die Antworten aussuchen durfte oder nach Antworten suchen durfte. Und wie ein Filter funktionieren und den Dingen nachgehen, die mich interessieren. Und gerade weil er dieses Intime so gescheut hat oder sich in die Seele blicken lassen, hat das bei mir auch Neugier geweckt, irgendwie doch in diese Seele zu sehen. Nicht bloßstellend oder skandalträchtig, sondern wie diese feine Seite irgendwie doch auch zu entdecken. Und es gibt eine andere Form der Intimität, die ihm selbstverständlich, wenn man so sagen will, unterläuft. Das ist die Intimität dieser Stimme. Wenn man sich 80 Stunden lang, wie du, beschäftigt hat und immer diese Stimme im Ohr hat, dieses schwere Berndeutsch entweder oder dieses Berndeutsch-affizierte Hochdeutsch mit einer ganz eigenen Melodieführung, das hat etwas außerordentlich Intimes und auch Berührendes und auch Verführerisches. Und da würde dieser Sound, ja, der Sound, genau, der Originalsound von Dürrenmatts Stimme, ist etwas sehr Besonderes. Und hier habe ich eine mutige Ad-hoc-Theorie, aber Sie können gleich zurückschlagen. Ich habe den Eindruck, Dürrenmatt in seiner ganzen Souveränität, noch einmal in diesem Gespräch 1965 mit den beiden Kritikern, die sehen so klein aus eigentlich jetzt retrospektiv, oder die versuchen, diese Festung einzunehmen und Dürren. Und man kriegt Dürrenmatt intellektuell nicht gebodigt. Man muss Intimität aufbauen, man muss Körper werden, eben die Sprache. Der Körper Dürrenmatt. Dürrenmatt, der Minotaurus, der sich nach etwas sehnt, einem Gegenüber, der aber dieses Gegenüber kaputt macht oder zerfetzt. Dass diese Liebesgeschichte doch etwas ist, was nicht ein Tabu bricht, weil man jetzt Intimes über Dürrenmatt erzählt, sondern wenn man sagt, wenn wir nach dem Tod über jemanden reden, so wie Dürrenmatt das über Lotti sagt, reflektiert, dann müssen wir beginnen, mit dem Bauch Dürrenmatt zu begreifen und uns mit dem Bauch an Dürrenmatt annähern. Schöne Theorie. Ja, das ist, unterschreibe ich absolut. Natürlich. Auch sein Denken hat außerordentlich sinnliche Züge. Natürlich. Und sein Denken strebt immer ins Konkrete, nämlich ins Erzählerische, über das Gleichnis. Das ist der entscheidende Punkt in seiner Ästhetik. Dass er Erkenntnisse nicht abstrakt formuliert, sondern in Gleichnisse umsetzt, also in Stoffe. Der Stoff ist so ein Zwischenbegriff zwischen Welt und seiner Person und seinem Innenleben. Also der Stoff ist eigentlich eine Grenze. Stoff ist Materie. Stoff ist Materie, hat aber nichts mit dem zu tun, was man einen literarischen Stoff im konventionellen Sinn nennen würde. Also, dass einer sich bei einem Mythos bedient. Das hat Dürrenmatt auch getan. Aber nur, wenn sich das deckte mit einem Bereich von eigenen Erfahrungen,
Das Labyrinth war nicht eine kulturelle Findung, die Findung eines Topos, sondern das Bild entwickelte sich aus Konolfingen ursprünglich mal und dann vor allem eine Umsetzung seiner Bern-Erfahrung, seiner Stadtphobie. Er war ein Stadtneurotiker in hohem Maße. Er hat ja gesagt, das Labyrinth, er fühlte sich selber im Labyrinth, weil er sich außen nicht orientieren konnte, zumal in der Stadt nicht, wo er als 14-Jähriger hingekommen ist, hat er sich versucht, in seinem Innern zu orientieren, indem er gestaltet und formt, was er in seinem Innern hat. Ja. Eben, aber das heißt, also quasi noch einmal, ich muss jetzt ein bisschen auf meine schöne Theorie. Ja, das ist wirklich schön. Weil, wenn man sagt, Sie reden vom Stoff, wir haben von der Vernunft geredet, wo er uns alle übertrumpft, wo er sensibel wird und fragil wird und interessant wird, natürlich für uns jetzt im 21. Jahrhundert vielleicht auch, ist dort, wo die Vernunft der Stadt sich auflöst, verloren geht und in eine Art Unvernunft oder Fantasie oder Stofflichkeit sich verwandelt, in der es eben vielleicht doch um Beziehungen geht, um Liebe geht, um Intimität geht. Und dass wir diese Isolation knacken, indem wir uns doch ein bisschen eben beschäftigen mit diesen Beziehungen, diesen Konstellationen. Sie haben das über Lotti gemacht, seine Frau. Jetzt gibt es aber natürlich, wenn man das sagt, dann ist das nicht eine nur intellektuelle Beziehung wie zwischen Beauvoir und Sartre, sondern das ist eine physische Beziehung. Und diese Beziehung ist auch geprägt über die Nachtzeiten dieser Beziehung, also die depressiven Seiten von Lotti in dieser symbiotischen Beziehung, natürlich irgendwo dann auch bei Dürrenmatt. Also lassen Sie uns ein bisschen über die Nachtzeiten von Dürrenmatt sprechen. Über die Nachtzeiten vor allem dieser Beziehung mit Lotti, die wenig bekannt geworden sind zu seinen Lebzeiten, weil das Paar hat sich selbst und die Familie überhaupt vehement abgeschottet, ab dem Moment, wo Dürrenmatt eine Person des öffentlichen Interesses wurde, also ab der alten Dame. Die Beziehung. Das war aber früh, oder? Das ist früh, ja. Das war früh, ja. Die Beziehung war auch schon früh recht prekär, weil auf der einen Seite Lotti das Gefühl haben musste, sie hätte ihm und der Familie und dem Unterhalt, der von ihm in seinem kreativen Autismus vernachlässigten Familie, ihre Karriere und ihr Eigenleben und ihre Laufbahn geopfert als Schauspielerin. Eine Aussage, die ich bezweifle, weil eine große Schauspielerin war Lotti Dürrenmatt nicht. Wer hat es denn gesagt? Das lässt sich aus dem schließen, wie sie von Horwitz und Ginsberg am Basler Theater eingesetzt wurde. Okay. Das lässt sich schon schließen. Und sie war eine äußerst charmante Person. Und in diesem Film Sfreneli, wie hieß der? Aber sie hat nicht so gut gespielt, oder? Nein. Was in ihrem Film auch deutlich wird, ist natürlich eben diese Fixation dieser beiden Eltern in diesem Elternhaus in Neuchâtel, wie sie der Einfluss auf die Arbeiten, die Figuren, die Personen, die Dürrenmatt verwendet, gehabt hat. Und da gibt es eine sehr schöne Sequenz, wo Peter erzählt über beides, über die Beziehung seiner Eltern und über die Rolle der Mutter für Dürrenmatts Arbeit. Ich habe eigentlich
fast müssen warten, bis die Mutter gestorben ist. Da habe ich begriffen, dass ich eine Mutter und einen Vater hatte. Sie waren ja immer zusammen. Die Mutter ist gegangen, wenn sie probiert und so. Sehr oft haben wir unsere Eltern sehr lange nicht gesehen. Ja, sie waren halt einfach sehr aufeinander konzentriert gewesen, oder? Das ist auch, ja, die sind zwei, beide sehr leidenschaftliche Menschen gewesen. Sie haben immer irrsinnig miteinander gesprochen. Über die Personen, über die Personenstimmen. Manchmal hat Lotti gesagt, ja, das ist eigentlich nicht in der Logik der Figur. Manchmal hat es auch sehr oft ist mein Vater nicht einverstanden. Dann ist er fast wütend aufgegangen. Aber als er wieder runterkam, ein paar Stunden später, hat er schon wieder umgeschrieben und geändert. Und das hat die irrsinnig reichen Figuren aus den Stücken von meinem Vater. Voilà, also das heisst, da war eine kleine Fabrik am Arbeiten. Ja, zumindest das war diese kreative, sicher erfüllende Seite der Beziehung. Und wir haben es ja vorhin gesagt, er konnte Gedanken entwickeln und schärfen im Reden. Und eine Gesprächspartnerin zu haben, das war für ihn essentiell. Dass das auf der anderen Seite für Lotti auch Verzicht bedeutet hat auf Eigenes, oder das, denke ich, ist schon klar. Herr Rieger, Sie haben das kurz angetönt am Anfang, also quasi die Karriere von Dürrenmatt, die beginnt ja nicht als Weltautor und Erfolg, es geht dann halt schnell, aber das heißt, er sagt im Film ja auch, ein Mann muss einen Karren ziehen, damit er irgendwo in Schwung kommt. Ja, und dieser Karren war diese Familie. Das war seine Auffassung, dass man Geld verdienen muss, dass er sich durchbringen muss. Das hat sicher auch mit seinem familiären Hintergrund zu tun. Eine höchst protestantische Auffassung. Aber das hat er sehr gut gemacht und es ist ihm nicht schlecht bekommen. Er hat ja für Geld sehr gute Dinge gemacht. Aber es gibt im Film wie auch nochmals einen narrativen Bruch. Es gibt einerseits dieser Karren, den er zieht. Und das sagt er aber schon als Witwer, wo er keinen Karren mehr zu ziehen hat, 1983, alleine hockt. Und dieser Ballast fehlt. Und dann sagt er so etwas, man solle keine Pläne machen im Leben, denn das sei lächerlich. Das ist aber ein anderer Dürrenmatt, der hier spricht. Ja, das ist der Dürrenmatt, der das die allwaltende Macht des Zufalls nicht nur in seiner Ästhetik, sondern auch im realen Leben entdeckt und erfahren hat. Nicht? Er hat auch diesen Tod von Lotti zuerst ja gar nicht glauben können. Er kam an das Bett und sagte zum Arzt, sie sieht aus wie tot. Und der Arzt sagte ihm, sie ist tot. Und nachher hat er immer, ich habe ihn in dieser Zeit regelmäßig gesehen, weil wir am Schauspielhaus Achterlo gemacht haben, sein letztes Stück. Und er war in einer desolaten Verfassung, das muss man schon sagen. Er hat immer gesagt, sie hat mir einen bösen Streich gespielt. Wie ein Kind, das von seiner Mutter verlassen wird, und zwar wiederholt. Das war seine Formel für dieses Erleben. Seine Trauer äußerte sich zuerst in einem Gefühl des Verlassenwerdens, also fast in einer Anklage gegenüber der Verstorbenen. Auch sehr merkwürdig, nicht? Und in dieses Vakuum, in diese Isolation des grundsätzlich ja bereits isolierten Menschen Dürrenmatt. Peter sagt das ja auch einmal im Film, das sei ja fast, sie hätten dann noch einen Zaun in dieses Haus, um dieses Haus herumgezogen, das hoch über Neuchâtel ist, wo man auch schon nicht mehr als einen Fuchs und einen Hasen trifft in der Regel. Plus zwei Schäferhunde, die auch noch den letzten Rest von Besuchern fernhielten und gelegentliche Besucher
spitalreif gewesen. Auch das kam noch dazu. Also in diese Isolation bricht ein Charlotte Kerr. Wir wissen, wie das genau gegangen ist, weil Charlotte Kerr ein Buch geschrieben hat, «Die Frau im roten Mantel». Sie hat ihn kennengelernt bei Maximilian Schell. Der war befreundet mit Dürrenmatt, hatte auch 1975 eine Verfilmung gemacht von «Der Richter und sein Henker». Und weil es auch Dürrenmatt auftaucht. Wo Dürrenmatt auftritt, ja. Und in dieser Isolation, also nach dem Tod von Lotti, hat er sich oft nach München geflüchtet und hat dann bei seinem Freund Maximilian Schell übernachtet und gewohnt. Und irgendwann mal hatte der eben auch schon, brauchte der mal eine Pause und hat die Charlotte Kerr angerufen, ob sie nicht kommen möchte und einen Abend da verbringen. Und da haben sich die beiden kennengelernt. Und nach dieser Nacht, wo Dürrenmatt auch für sie monologisiert hat und erzählt hat und Geschichten gesponnen, war sie so fasziniert, dass sie beschlossen hat, einen Film über ihn zu machen. Ist nach Neuchâtel, hat diesen langen Film mit ihm gedreht. Er war nicht mehr alleine, hatte wieder ein Gegenüber. Und diese wahnsinnige Verliebtheit hat ihn dann aus dem Loch gerettet. Also und ja, das ist so. Ja. Also das heißt, man spürt noch einmal der Blick durch die Kamera hindurch auch zur Kamerafrau gewissermaßen. Was ich aber gerne noch zur Sprache bringen möchte, wenn wir bei den Beziehungen gewesen sind, nicht jetzt speziell auf die Beziehung zu Frisch eingehend, aber zu sagen, wir haben mit diesen beiden, sie wurden ja auch Dioskuren genannt, also dieses Gegenpaar Schiller, Goethe, Frisch, Dürrenmatt. Frisch, das ist landläufig der Politische, oder? Und Dürrenmatt ist nicht der Politische. So. Also ich kenne es anders. In den 70er Jahren, da gab es Beatles und Rolling Stones und Frisch und Dürrenmatt. Ja. Nicht? Und Rolling Stones und Dürrenmatt waren meistens zusammen und Beatles und Frisch. Also nur weil Sie gesagt haben, landläufig. Ich meine nur, weil wir jetzt wir sind jetzt ein bisschen beim verliebten alten Frisch Dürrenmatt waren wir. Ja. Und ich wollte ihn noch einmal zurückholen in den politischen Dürrenmatt, der landläufig nicht so in Erinnerung ist. Verstehe. Und auch jetzt, weil wir den Film sehr über den intimen Aspekt von Dürrenmatt gesprochen haben, möchte ich noch den politischen holen, um dann auch vielleicht froh, die Frage zu stellen, was bleibt wichtig von Dürrenmatt. Ja. Und da habe ich dann auch noch mal eine These, aber die haben Sie sicher auch. Ja, das weiß ich nicht, ob Sie die nicht die gleiche, die aber Sie haben sicher eine ja. Vorstellung. Also eben den politischen Dürrenmatt. Ja, ich meine, das war ganz lange ein Klischee über diese ungleichen Dioskuren, die ja eigentlich von außen verklammert wurden und zunächst hauptsächlich in Deutschland, wo sie im gleichen Moment mehr oder weniger auf dem Theater auftraten, als die beiden Schweizer sozusagen als Ersatzbesetzung für den damals verfemten Brecht, der als DDR-Staatsautor keine Chance hatte auf westdeutschen Bühnen. Das spielte auch eine Rolle beim Aufbau des Ruhms. Das Vakuum der beiden. Das Vakuum, ja. Sagte auch Dürrenmatt irgendwo, es gab die Schubladendichter, aber in deren Schubladen war wenig drin. Und das war der Grund für den Aufstieg unserer Bekanntheit. Und das heißt aber, also der politische, ganz schnell, ja, also wenn man natürlich sagt, dass man sagt, Brecht ist noch ein Dichter der Vorkriegszeit, mental, und Dürrenmatt wie Frisch sind Nachkriegsdichter, wo es ein Loch gibt und ist etwas verkürzt. Brecht war in seinen Anfängen natürlich ein Expressionist mit Stücken wie Ball und Im Dickicht der Städte und anderen. Dürrenmatt war so etwas wie der letzte Expressionist, wie er auftauchte mit Es steht geschrieben. Er war also in gewisser Hinsicht ein Unzeitgemäßer, um diesen einstmals etwas modischen Ausdruck zu gebrauchen.
Er war ein, er blieb ein Unzeitgemäßer bis zum Schluss. Mhm. Und diesen Unzeitgemäß, also wenn wir an einem... Heißt aber nicht, dass er sich nicht um politische Zusammenhänge kümmerte. Nur nicht in der direkten Umsetzung und Polemik in der Regel, so wie Frisch. Mhm. Aber das hatte auch einen Grund. Es hatte ja einen wichtigen Grund, dass er gesagt hat, wenn ich diagnostizieren will, wenn ich beschreiben will, was läuft, ja, auch politisch und machtmäßig, dann muss ich einen Schritt zurücktreten. Dann muss wir ich sind wieder bei der Distanz. Das ist der Kernbegriff für genau den ganzen Dürrenmatt. Genau. Die Distanz, also wenn wir einen das, politischen... Also ich kann es aber schon sagen, die Distanz hat ja dann geheißen, dass er sich nicht hat vor einen Karren spannen lassen, parteimäßig in der Schweiz zum Beispiel. Und darum hat er dann eigentlich auch als unpolitisch gegolten. Er hat versucht zu beschreiben oder zu thematisieren in seinen Reden und in seinen Schriften, was die Dynamik ist dieser Welt, so wie sie läuft. Die Dynamik des Geldes, die Gier, die Macht, die Irrationalität in der Politik, das hat er alles beschrieben und sehr klar zum Ausdruck gebracht. Und das ganze politische Vermächtnis, wenn Sie so wollen, und die Idee kulminiert doch in dieser Havel-Rede kurz vor dem Tod, die auch immer noch in unseren Köpfen immer noch nachspukt. Ein kleiner Ausschnitt auch hierzu. Die Schweiz als Gefängnis. Es gibt nur eine Schwierigkeit für dieses Gefängnis, nämlich die zu beweisen, dass es kein Gefängnis ist, sondern ein Hort der Freiheit. Ist doch von außen gesehen ein Gefängnis und seine Insassen Gefangene. Und wer gefangen ist, ist nicht frei. Frei gelten für die Außenwelt nur die Wärter, denn wären diese nicht frei, wären sie ja Gefangene. Um diesen Widerspruch zu lösen, führten die Gefangenen die allgemeine Wärterpflicht ein. Also wir haben extra einen Ausschnitt gewählt, wo man ins Publikum sieht und auch sieht, dass die waren ja nicht sehr erfreut über diese Rede in den vorderen Reihen. Die Lacher, die man jeweils hört, kommen von hinten, das sagt auch Froni im Film, von den Journalisten. Also er hat sich damit in einer guten Inszenierung extrem in die Nesseln gesetzt, war nachher beim Apero offensichtlich total isoliert. Und Sie haben erzählt, das hat ein Nachspiel gehabt, diese Geschichte. Was mich noch einmal mehr interessiert, also aufs Momentum hin gelesen, solch eine Havel-Rede, Dürrenmatt heute, jetzt, der politische Dürrenmatt heute, wo sehen Sie ihn? In diesem universellen, weil es prinzipielle Probleme sind, in der Distanz oder doch in dieser Nähe, weil das, was er vorhersagt über die Gesellschaft, immer mehr einzutreffen scheint. Ja, diese Havel-Rede ist ein besonderer Fall aus folgendem Grund. Es wird oft übersehen, man bezieht sie immer auf die Fischen-Affäre natürlich. Die Gegenwart, also wieso interessiert uns Dürrenmatt heute politisch? Also, es ist weil es ihm um allgemeine Zusammenhänge geht und um seine allgemeine apokalyptische Perspektive. Und es gibt leider wenige Gründe, diese für überholt zu halten. Wenn man bedenkt, das Hauptproblem für ihn war ab den 60er Jahren nicht die Bedrohung durch die Atombombe im nuklearen Pakt des Kalten Krieges, sondern schon in den 60er Jahren die Überbevölkerung der Erde. Und der hat sich bis heute nichts geändert. Überbevölkerung, wie er in der Basler Rede sagt, bei gleichzeitiger extremer Ungerechtigkeit, dass es wenige Orte gibt, wo es gut geht, reserviert für wenige, und der größte Teil der Erde, wo es nicht gut geht. Aber würde jetzt, wenn Dürrenmatt heute als Maler
fungieren würde. Im Tagesanzeiger, wenn man seine Vision dargestellt, er würde heute über den Dschihad, er würde den Dschihad malen. Ich denke eher, er würde die, also was wissen wir, aber so vom Bild her eher diese Flüchtlingsströme, weil das für ihn wirklich auch ein Thema war. Was passiert mit der Weltbevölkerung? Und er hat etwa zur gleichen Zeit wie die Basler Rede, die er ja 1968 gehalten hat, hat er gesagt, dass so wie sich die Welt entwickelt, werden wir, also die westliche Gesellschaft, uns lösen müssen von unserem Primat der Freiheit und werden zum Primat der Gerechtigkeit finden müssen, um einen Ausgleich zu schaffen. Und damit auf dieser sind wir bei einem Leitmotiv von Dürrenmatt sowieso, oder? Dann ja, wider Willen hat er das festgestellt, er als Individualist und als Kierkegaard-Nachfolger einer Ethik des Einzelnen, an der sich nichts geändert hat in seinem ganzen Leben. Dennoch kam er in diesem Aufsatz über das Gesetz der großen Zahl, hieß das, wo er ein Gesetz der Thermodynamik auf die Gesellschaft übertragen hat. Also das heißt, dass der Diagnostiker Dürrenmatt in dieser Fragestellung, in diesem Kampf drin zwischen Freiheit und Gerechtigkeit richtig prognostiziert hat, dass es in Zukunft um Gerechtigkeit gehen wird mit allen Konsequenzen und dass wir in dieser Frage drinstecken. Mehr, es geht um Tendenzen. Es ist eine Polarität zwischen Freiheit und Gerechtigkeit. Mhm. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und es kommt darauf an, wie groß die Spurenelemente von Freiheit in der gerechtigkeitsdominierten, notwendig gerechtigkeitsdominierten Katastrophenordnung noch sein kann. Gut, also wir haben mit einem relativ schweren Schlussthema versucht, Dürrenmatt irgendwo zu fassen. Müssen wir zum Schluss unbedingt noch Lust machen, Dürrenmatt zu lesen? Wir haben leider keine Zeit mehr, um zu sagen, was wir lesen von Dürrenmatt. Das behalten wir für uns, aber wir halten Dürrenmatt den Literaten hoch und werden auch ihn in seinen Theaterstücken wieder treffen. Dürrenmatt und kein Ende. Auch die Radiosendung Kontext auf SRF 2 morgen um 9.02 Uhr widmet sich dem großen Weltmodellbauer. Und nächsten Sonntag spricht Stefan Klapproth mit dem ehemaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer. Und jetzt bleiben Sie dran, in der Sternstunde geht es weiter mit der Serie «Die Abenteurer der modernen Kunst». Merci.